Hey Freunde, Werner hier. Heute gibt's mal wieder ein etwas kürzeres Video, das aber nicht weniger wichtig ist. Denn es geht um die beste Nebenquest in State of Decay 2, die ihr auf jeden Fall immer abschließen und nicht überspringen solltet. Und zwar handelt es sich um die Brennerei-Quest-Reihe. Irgendwann im Laufe des Spiels wird sich eine Enklave bei euch melden, die Hilfe beim Aufbauen einer Brennerei braucht. Und denen solltet ihr auf jeden Fall helfen. Ihr müsst dann mehrere kleine Aufgaben für die erfüllen. Bei einer der Aufgaben müsst ihr aber besonders aufpassen. Irgendwann sollt ihr in eine Scheune fahren und dort nach einem Sack Getreide suchen. Achtet bei dieser Aufgabe immer auf den Questfortschritt oben rechts und redet mit dem besoffenen Typen, der euch da begleitet, wenn die Quest das verlangt. Bei mir war es nämlich so, dass ich diesen Sack Getreide schon gelootet habe, bevor es die Quest von mir wollte. Da musste ich dann den Rucksack erstmal wieder in der Scheune deponieren und nochmal rausholen, damit es weitergeht. Außerdem solltet ihr natürlich aufpassen, dass ihr unbedingt diese Lebensmittel nicht in eurer Basis abgebt, da ihr sonst die Quest von vorne anfangen dürft. Habt ihr aber einmal die Questreihe bestanden, könnt ihr euch dann alle 10 Minuten per Funk Alkohol liefern lassen. Und diese Lieferung ist der Grund, warum diese Quest meiner Meinung nach so gut ist. Denn für 75 Einfluss bekommt ihr garantiert immer einen Lebensmittelpacksack, ein Luxus-Item, das sich für 35 Einfluss weiterverkaufen lässt, ein paar Molotovs und ein paar Crafting-Materialien. Allein die Lebensmittel alle 10 Minuten sind schon mehr als genug, um eure Gruppe jeden Tag mit genug Lebensmitteln zu versorgen. Wenn ihr diese Lieferungen dann jeden Tag 2-3 Mal benutzt, könnt ihr ohne Probleme alle eure Gärten, Farmen und Hydrokulturen abreißen oder umstellen, so dass sie Medizin herstellen sollen. Achtet aber darauf, dass ihr diese Jungs von der Brennerei nicht in eure Gruppe aufnehmt, falls sie mal anfragen, denn ich weiß nicht, ob man dann noch immer die Lieferungen bekommen kann. Bei mir war es so, dass sie irgendwann in meine Gruppe wollten, aber ich habe sie dann vorsichtshalber mal sich selbst überlassen. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an alle, die meine Videos gucken, Daumen nach oben da lassen, kommentieren, abonnieren. Wir haben jetzt über 100 Abonnenten hier auf dem Kanal. Ich bin ganz begeistert. Also bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer guter alter Werner.